Das hier ist die Pausenhalle des C-Gebäudes. Hier wird heute für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem findet man hier verschiedene Informationsstände, wie zum Beispiel die SV, der Elternbeirat, der Jobfuchs und die Schulsozialarbeiterin. Ich bin Chase Strausser, ich bin im Schulsanitätsdienst. Wir helfen Personen, die es brauchen, mit Druckverbänden, Verbänden und Erste Hilfe. Ich bin Emil Hans, ich bin ein Schulsanitäter und wir freuen uns, wenn mehrere Kinder in den Schulsanitätsdienst kommen. Es macht sehr viel Spaß und man kann viel lernen. Neben den Informationsveranstaltungen kann man sich hier individuell beraten lassen. Die Schulleitung und der Schulelternbeirat stehen Ihnen gerne zur Verfügung. In der großen Halle findet heute ein Mitmachparcours des Sportleistungskurses statt. Hier können gerne alle Fragen gestellt werden. Mein Name ist Stefanie Heine-Donauer. Ich bin Jobfuchs der IGS am Nahnstein. Ich bin Ansprechpartnerin für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 und deren Eltern. Und bei mir geht es um die Themen Berufswahl und Bewerben. Ja, mein Angebot ist, dass man mit mir zusammen nach dem passenden Beruf gucken kann. Man kann Bewerbungen schreiben, für Vorstellungsgespräche trainieren, Einstellungstests. Und auch bei der Suche nach eventuell weiterführenden Schulen bin ich gerne behilflich. Seit ein paar Jahren haben wir wieder eine Bibliothek an unserer Schule. Sie ist bestimmt für die Stufe 5 bis 10 und natürlich darf man sie auch in den Pausen besuchen. Hier können die Kinder ihre alten Bücher natürlich auch abgeben, die sowieso im Schrank herumliegen und ermöglichen somit auch, dass die anderen Kinder davon was haben, die zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, Bücher zu kaufen. Und die Bücher können natürlich wie in einer öffentlichen Bücherei ausgeliehen werden. In unserem MSS-Café können sich die Oberstufenschülerinnen und Schüler während ihrer Freistunden aufhalten. Wenn es im Frühjahr und im Sommer wärmer wird, ist vor allem der großzügige Freibereich bei der Oberstufe beliebt. Hallo, mein Name ist Andrea Staudinger. Ich bin Sozialpädagogin und arbeite hier in der IGS am Nahnstein als Schulsozialarbeiterin. Meine Aufgabe ist es, den Schüler, Lehrer und Eltern zu beraten, wenn Probleme auftauchen. Dabei setze ich Impulse, helfe, Ideen zu entwickeln und stelle Kontakte zu außerschulischen Institutionen her, um diese zu lösen. Hier unten befindet sich das Lehrerzimmer sowie das Sekretariat. Falls ihr euch dann bei unserer Schule anmelden wollt, würde hier die Anmeldung stattfinden. Der gummierte Platz des Nordhofes und der darunterliegende Sandplatz mit Kugelstoß- und Weitsprunganlagen werden für den regulären Sportunterricht ebenso genutzt wie für das Wahlpflichtsfach und den Leistungskurs Sport. Wir haben zum Beispiel den Musiksaal, da haben wir genug Platz zum Singen, aber auch eine kleine Bühne, um Präsentationen vorzuführen. Wir haben den Biosaal, da haben wir Materialien, um Experimente durchzuführen. Der ist auch technisch auf dem neuesten Stand. Wir haben die Lehrküche, dort wird dann einiges beigebracht zur Ernährung, wie man sich zu ernähren hat und hier können Sie sehen, dass in jedem Saal große Displays sind, die die klassische Tafel ersetzen. Die Lehrkräfte bringen ihre digitalen Endgeräte mit und gestalten deren Unterricht zunehmend digital. Die Schülerinnen und Schüler bringen ab der 8. Klasse auch ihre Tablets und Laptops mit. Dies ist die Oberstufenbibliothek der Schülerinnen und Schüler der 11. bis 13. Klasse. Hier kann man sich ausreichend informieren und auch Referate vorbereiten. Auch in den Freistunden wird dieser Raum gerne von Schülergruppen genutzt. An unserer Schule hat man spätestens ab der 7. Klasse keinen Bewegungsmangel. Wir wechseln häufig zwischen den Gebäudeteilen, um die Sporthalle, die Fachsäle oder eben unsere Klassenzimmer zu erreichen. Der Schrittmacher der Smartwatch freut sich da immer. In unserer schönen Mensa können die Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause etwas essen, wenn sie die Ganztagsschule besuchen oder Nachmittagsunterricht haben. Im unteren Pausenhof haben wir für unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler entsprechende Spielgelegenheiten. Besonders beliebt sind nach wie vor die Tischtennisplatten. Auf dem Weg zur Sickingen-Sporthalle kann man auch unseren Schulgarten bewundern. Dieser wurde während den letzten Projekttagen von den Lehrkräften und von den Schülern gemeinsam gestaltet. Zu unserem Schulgarten gehören auch unsere Schulbienen. Hier sehen Sie unseren schönen Lichthof. Dort finden viele Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel die Theateraufführungen des Wahlpflichtfachs Darstellendes Spiel, sowie auch Projektvorstellungen oder Preisverleihungen von verschiedenen Wettbewerben. Häufig können wir hier auch Gäste von der Politik begrüßen, die dann mit den Schülerinnen und Schülern in den Austausch gehen. So, hier wäre dann das Ende unserer Tour erreicht. Vielen Dank und einen schönen Tag an unserer Schule.